Hallo, wir sind wieder da mit einem neuen Video. Hallo. Ja, wir wollten heute ein Video machen, um über die Lage zu sprechen. Genau. Ja, wollten fragen, wie empfindet ihr diese Zeit, diese Situation? Ja, wir wissen ja alle, was gerade auf der Welt so passiert. Ja, und Schwachsinn, ja. wir haben uns jetzt länger nicht gemeldet, weil wir einfach ein bisschen Abstand haben wollten. Und da haben wir jetzt gesagt, jetzt machen wir mal ein Video. Richtig, genau. Ja, wie ist die Lage heutzutage? Ne, ist Kriegsgeschrei, Propaganda, Hetze? Ja, du hast ja nichts anderes mehr gesagt. Du hast den ganzen Tag eigentlich nur im Fernsehen, immer nur vom Krieg, egal wo, ne? Wenn du den Fernseher einschaltest, wenn du das Radio anmachst, wenn du dir eine Zeitung kaufst. Ja, schrecklich, Ja, überall überall hört ist man. Krieg, 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 überall Krieg. Ne? Und Dritter Weltkrieg, das Thema an sich, Dritter Weltkrieg, ist mittlerweile auch Mainstream. Da wird Richtig. jeden Tag erwähnt. Wirklich, irgendwo wird es immer jeden Tag erwähnt, Dritter Weltkrieg mittlerweile. Ja. Ne? Da hätte ich ja gar nicht geglaubt bis vor ein paar Jahren. Ne? Da waren ja nur so ein paar Leute im Internet, die davon geredet haben, die alle für bekloppt gehalten Die haben. Psychos. Ja, genau, Psychos, Bekloppte. Ne? Ja, aber jetzt ist das Mainstream. So schnell kann sich die Realität ändern. Heute ist es Mainstream. Heute sind wir da eine Straße entlang gefahren. Ein Plakat Ja, von genau, da war die ganze Straße entlang, über 500 Meter oder was, waren überall an jedem dritten Baum waren Plakate. Was stand da? Widerstand gegen einen dritten Weltkrieg. genau von MLPD, so eine Partei. Genau, irgendwas war das, genau. Ja. Ja. Ja, und da stand das da ganz groß. Überall. Widerstand gegen den Ja. Dritten Weltkrieg. Ja, genau. Ja. Das sieht man da draußen auch schon, wird man da draußen auch schon konfrontiert, also optisch auch schon. Ne? Und ich denke, das wird in der nächsten Zeit noch mehr zunehmen. Auf jeden Fall. Also jeder weiß um die Gefahr, die gerade droht. Ne? Dass sie absolut real ist, weiß auch jeder jetzt mittlerweile. Ja. Ne? Da gibt es überhaupt gar nichts mehr zu quatschen. Nicht so wie früher, wo die Leute dann zu uns gesagt haben, ne? Man hört auf mit dem Scheiß, was ihr da labert. Ihr seid doch bekloppt, geht am besten in die Klapse. Ihr redet vom Dritten Weltkrieg. So was passiert doch überhaupt gar nicht. Ihr seid doch Genau, in bekloppt. der modernen Welt gibt Ja, es sowas genau. nicht, passiert sowas nicht. Wie oft mussten wir uns das Ja, anhören? genau. Ist ja unmöglich, würden die nie machen. Und die Richtig. Politiker vor allen Dingen, die haben doch überhaupt kein Interesse mehr am Krieg. Ja, sehen wir ja, ne? Klar, das ist Was der für. Boah. globale Wahnsinn, was gerade passiert. Ja, Wahnsinn, wie gesagt, ist das richtige Wort. Wir wollen Frieden stiften mit Ja. Waffenlieferungen. Ja. Ja, wo, Seit wann genau. führen Waffen zu Frieden? Ja, genau, Frieden mit Krieg, ne? Wie kann man überhaupt sowas in einem Atemzug überhaupt nennen? Ne? Frieden und Krieg. Wie, dass man mit Krieg Frieden erreicht. Vor allen Dingen, die haben sich aufgeregt, dass man nicht vor 2 Monaten schon die Waffen geliefert hat, weil angeblich würde man ja dann Leben damit retten. Ja, Jetzt genau. ganz im Ernst, welche Leben würde man damit retten? Ja, vielleicht von den Ukrainern, weil sie sich dann wehren, aber auf der anderen Seite würden dann die Russen ermordet oder getötet, weil die dann Ja, ihre Waffen klar. benutzen. Ja. Es wird kein Leben gerettet durch Ja. Waffen. Ja. Überhaupt davon, von Frieden zu sprechen. Ne, immer wenn man Waffen einsetzt, tötet man Menschen. Man tötet andere, man tötet Menschen, man kommt da gar nicht drum rum. Ist es dann okay, wenn durch die Bombardierung, zum Beispiel von Russen, dann russische Bürger hinter irgendwann sterben? Ist es dann okay? Ist es dann nicht mehr schlimm? Weil es sind ja Russen, Nein. die dann hinterher da fallen. Ne? Ist in jedem Fall schlimm, wenn Menschen Aber sterben. das ist ja dieses kranke, Das ist ein krankes Spiel. das ist ja dieses kranke Spiel. Ja, vorher gab es ja Corona, wissen wir ja alle. Ja. Da gab es auch immer dieses Gut und Böse. Ja, die Ungeimpften, die Geimpften. Die Naja, Menschen genau. brauchen immer irgendwie so einen Naja, Feind. aber man muss denn immer genau so eine Figur dahinstellen. Ja, und dann gibt es jetzt der Russe und die Ukrainer. Ne? Alles, was pro-ukrainisch ist, ist gut und alles, was pro-russisch ist, ist schlecht. Ne? Ja, ist ja so, ja. Aber man muss Ja. immer irgendeinen dahinstellen für das Volk. Man muss immer einen Feind präsentieren. War schon immer so, in der ganzen Geschichte so. Deswegen, das ist gar nichts Neues, was gerade läuft. Und man kann perfekt sehen, ne? Dass er nach den ganzen Jahrzehnten, dass die Menschheit nichts gelernt hat, der hat nichts dazu gelernt. Wie ich das Nein. ja früher immer gesagt habe, wenn die Leute gesagt haben, die wollen keinen Krieg mehr führen, die sind doch vernünftig geworden, Ach. intelligenter geworden. Aber ich muss sagen, das ist Schwachsinn. Das ist eine Illusion. Das ist Schwachsinn und ihr werdet das sehen. Ne? Sieht man ja heute. Ja, Haben sicher. die was dazu gelernt? Nein, die verhalten sich genauso wie früher. Weil die Genau. erstmal vergisst die Menschheit, ja, und dann Ja. geht es hier um Machtspiele. Nur darum geht es. Ja. Deswegen ist die Lage so, wie sie ist. Genau. Der oben, der möchte keinen Frieden, weil mit Frieden kann man ja gar nichts, kann keinen Gewinn erreichen. Ja.
Wie gesagt, dann ist alles ein totaler Wahnsinn insgesamt. Kann man nur als Wahnsinn bezeichnen. Das, was die Politiker weltweit machen, egal wo, im Westen oder im Osten, ist für mich alles Wahnsinn. Die verhalten sich in hohem Maße verantwortungslos gegenüber all ihren eigenen Völkern. Richtig. Weil die hinterher alle dafür ihr Leben lassen werden. In einem so großen Krieg, wie den nie gegeben hat. Und das nur für den ihre Spielchen. Und glaubt mal gar nicht, dass das alles nur auf den Mist von diesen Politikern gewachsen ist. Dass das alles nur denen ihre Sache ist, was die machen. Ne? Die machen auch nur Arbeit für andere im Hintergrund. Klar. Für andere, die wir nicht kennen. Die niemand von uns genau kennt. Das ist aber ein Schachspiel. Die wollen einfach irgendwie Schachmatt. Die wollen Schachmatt machen. Ja, weil da irgendwelche Gruppierungen im Hintergrund ist, die nämlich diese ganzen Staaten lenken. Ja. So ist das nämlich. Die lenken die. Für die ist das ein Spiel. Man merkt es ja auch daran, wie Deutschland sich verhält. Ja. Ja. Die fahren mit Vollgas gegen die Wand. Macht gar keinen Sinn. Dieser Kurs, den wir gerade einschlagen, das ist macht keinen Sinn. Ja, sinnlos. Er ist ein Selbstzerstörungskurs, aber richtig. Aber voll. Ja. Also besser, wir machen gerade vor, wie so gut, so wie wir es machen, besser geht's nicht. Sich selbst an die Wand zu fahren, sich selbst zu vernichten. Und da macht ja überhaupt keinen Sinn, so ein Verhalten. Nur ein Wahnsinniger würde auf die Idee kommen, dass das, was wir gerade tun, was unsere Politiker tun, toll oder sinnvoll wäre. Ach, ist total verrückt. Gab es ja schon in der Corona-Politik. Ja, da gab es ja nichts Sinnvolles für mich. Nein. Ganz ehrlich. Da hat es ja doch schon angefangen. Ja, eben. Und jeder normale Mensch, ne? Mit einem normalen, gesunden Menschenverstand. Der hätte doch damals oder heute schon merken müssen, dass doch da was nicht stimmt. Das ist doch nicht normal, oder nicht? Nee. Ich wundere mich da, dass die kollektive Masse das aber alles als Gott gegeben oder als völlig vernünftig oder als gute Idee oder gute Sache annimmt. Ja, das wollen die uns weiß machen. Wir wissen ja, man hat ja im Grunde das Volk ja auch nicht befragt. Zum Beispiel jetzt in der Sache mit den Waffen. Hat man uns gefragt? Aber wenn wir doch mit den normalen Bürgern draußen reden, wenn wir mal ins Café gehen oder essen gehen und man kommt ins Gespräch, die meisten denken dann auch so, dass Waffenlieferung auch schlecht ist. Ja, richtig. Und dennoch kommen auf einmal Umfragen irgendwo im Netz, dass angeblich die meisten Waffenlieferungen wollen. Ja, deswegen. Kannst ja gar nichts glauben, was gerade gesagt wird. Nee, das kann ich nicht glauben und ich glaube das auch nicht. Ne? Weil mit jedem, dem wir doch draußen sprechen, alle sagen das Gleiche. Die sagen doch alle, hör mal, ich kann das gar nicht verstehen. Wir wollen doch keinen Krieg haben. Wir wollen doch nicht in den Krieg hineingezogen werden. Das finden die Leute nicht gut. Ja, wir, die Bürger, finden das nicht gut. Aber die Politiker anscheinend, weil die damit ja dann was erreichen. Ne? Ja, und vor allen Dingen fragen, warum fragen die uns nicht? Bei so einer wichtigen Angelegenheit, ne, wenn es um sowas geht, dass wir Waffen gegen Russland ins Felde schicken, ne, und den Gegner von Russland dann versorgen mit Waffen. Bei so einer wichtigen Angelegenheit, wo wir uns selbst zum Feind von Russland machen, was wir jetzt gerade total sind, ohnehin schon. Ne? Da fragt man das Volk nicht, diese Demokratie fragt dann in dieser Angelegenheit ihr Volk nicht, ob es das überhaupt das in dem Sinne des Volkes ist. Ja. Was ist das denn für eine Demokratie? So überhaupt keine. Ach, nein. Das ist doch Schwachsinn. Nein. Ha? Ist auch so. Ist ja guck nur, mal, die spielen. Ist ja nur, wenn du deren Meinung bist, dann ist das okay. Ansonsten naja, ist egal, nicht genau. Dazu. Bist du aussortiert. Ja, die spielen ja mit unserem Leben. So muss man das sehen. Die spielen aber nicht nur hier. Überall. In Amerika spielen die mit dem Leben der Amerikaner. Ja. Ne? Hier in Europa spielen die alle, die das mitmachen, den Kurs. Ne? Da Waffen zu liefern, alles noch schlimmer zu machen. Die spielen auch mit dem Leben ihrer Bürger. Hier in Deutschland auch. Mhm. Und in Russland auch. Okay. Und in China auch. Ne? Jeder, der diesen Kurs geht und sagt, der Kampf und der Krieg ist gut, um Frieden zu schaffen. Das ist alles an sich schon total Banane und Plemplem. Man hat halt nichts gelernt vom Zweiten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg war das so, dann hat man wieder dieselben Fehler gemacht und jetzt liefert Deutschland wieder Waffen. Ja, genau. Wieder und die selber. Bilden ja auch Ukrainer hier in Deutschland aus, gegen den Krieg gegen Russland. Ja, genau. Ja. Also da sind sie ja auf jeden Fall mitschuldig. Alle sind mitschuldig. Ja, die sind alle schuldig. Genau, die sind alle schuldig. Genau, weil die genau das tun, was sie gerade tun. Ne, weil sich jeder daran beteiligt und für jeden ist es jetzt eine gute Sache und die Lösung, Krieg zu führen. Richtig. Sogar die Großmächte gegeneinander. Hörst du ja. Ist alles für die möglich, was unsere Politiker sagen. Ach, das ist eh nur Müll, was die sagen. Und was der Scholz gesagt hat. Wir werden alles tun, damit Russland nicht gewinnt. Alles werden sie tun. Und dann
ist das für den deutschen Bürger okay? Das heißt der Dritte Weltkrieg, ne? Ja. Bis zum Äußersten gehen wir. Alles werden wir tun. Ja, ja. Hm, super. Aber das, was die Politiker sagen, deren Wort ist ja gar kein Verlass. Ne, ich weiß. Die Grünen, war das nicht die Friedenspolitik, die Grünen? Ja, ja, Friedenspolitik. Ja. Und jetzt, man weiß ja immer, wenn die Grünen regiert haben, gab es immer Krieg. Mhm. Immer. Das ist Schlimmsten. Ja. Mhm. Bisher. Ja. Ja, aber ist die Frage, ne? Was hat das prophetisch, was hat das alles prophetisch auf sich, ne? Haben wir ja schon jahrelang immer davon berichtet. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist alles 100% prophetisch, also alles entspricht gerade, was gerade passiert in der Prophetie, 100%, da braucht man gar nicht mehr drüber reden. Das ist ja auch das, worüber auch eigentlich wir drüber sprechen müssen, weil man braucht keine Prophetie mehr erwähnen, man braucht keine Prophetie besprechen, man braucht auch keine Prophetie mit dem zu vergleichen, was gerade passiert, weil man das doch so sieht. Man muss auch nicht immer alles schwarz auf weiß eins zu eins deuten. Es kann ja auch sein, dass etwas abweichend tut, was, was die Prophetie dann besagt oder was gesehen worden ist, muss ja nicht hundertprozentig auf jeden Fall auftreten. Ja. Deswegen wichtig ist, dass es so oder so kommen wird, der Dritte Weltkrieg. Also da sieht man wir ja, denken so, dass es kommen wird. Ob es jetzt diesen Sommer, glauben wir nicht. Aber ob es nächstes Jahr ist oder in ein paar Jahren. Ja, ist egal, was wir denken. Ne? Ja. Ist sowieso egal, weil wir wissen es nicht. Wem? Verstehst du? Das kann immer in jedem Sommer passieren. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen ja auch, dass es überraschend kommt. Ne? Das wissen wir ja auch. Ja, ne? Klar. Ja. Aber das wäre ja jetzt nicht überraschend, wenn es kommen würde. Für uns nicht. Aber für die meiste Masse da draußen wird es dennoch überraschend. Natürlich. Weil das Schlimme ist, die Politiker, die erzählen ja immer, ja, die Gefahr des Dritten Weltkriegs ist da. Erzählen ja alle, auch auf der Mainstream. Ne? Die Gefahr ist da. Aber die erzählen gleichzeitig, versprechen sie aber über Frieden und Sicherheit. Richtig. Die sagen, dass es aber nicht durch ihr Handeln, braucht keine Angst zu haben, aber es würde dennoch nicht dazu kommen zum Dritten Weltkrieg. Ja, weil die meisten auch an die NATO glauben. Mhm. Ne, aber das ist wieder was die Bibel ausgesagt hat. Frieden und Sicherheit versprechen sie am Ende, obwohl die Gefahr da ist. Weißt du noch? Ja. Die Mächtigen werden Frieden und Sicherheit versprechen, aber glaubt ihnen nicht. Und deswegen glauben die alle, die Deutschen und auch die anderen Leute in ihren Regierungen auf der Welt, dass es aber dennoch nicht dazu kommen wird. Alle reden über den Dritten Weltkrieg, aber die glauben nicht wirklich, dass es Realität wird. Hm. Und dann wägen sie die Menschen in falscher Sicherheit. Ja. Das sind falsche Propheten. Falsche Versprechen, falsche Sicherheit. Genau. Da war die Bibel ja zum Beispiel auch gewarnt. Und das stimmt. Ja. Das ist die Zeit jetzt. Na, kennst du doch. Die Menschen hören von Kriegsgeschrei. Und ein König droht dem anderen König. Hm. Das ist genau jetzt. Hm. Und alle versprechen aber, obwohl die Situation da ist, die Angespannte, alle versprechen den Menschen Friede und Sicherheit. Obwohl das am Ende aber nicht kommt. Ja, die Lage ist angespannt. Hm. Ist sehr angespannt, was gerade passiert. Und das zieht einem wirklich so teilweise auch mit runter. Ne? Mhm. Wir können ja nur sagen, bereitet euch vor. Das hättet ihr auch schon längst machen können oder sollen. Weil jetzt sind die Preise auch teuer. Ja. Die Inflation ist so hoch wie noch nie. Wie hoch die jetzt schon ist? Siebenstellig, ne? Weiß ich nicht. Überleg mal, letzten Sommer haben wir gesagt. Hm. Da war ein Video, glaube ich, im August haben wir das gemacht. Da habe ich gerechnet, um dieselbe Zeit nächsten Sommer, also diesen Sommer, habe ich gesagt, ein Jahr weiter, werden wir ungefähr eine Inflation, habe ich ja ausgerechnet, habe ich mir angeguckt, den Trend. Wir werden ungefähr eine Inflation von 10% haben. Das kommt hin. Wir sind jetzt ungefähr bei 7, noch was. Ja, meistens ist es auch höher, als die uns das sagen. Ja, habe ich gesagt, plus, minus, aber ungefähr an diesem Wert, ja. Ja, aber was wird passieren? Wir Menschen werden, die Bevölkerung wird arm werden, Unruhen, wie wir schon sehen an die Spritpreise. Mhm. Jetzt heute habe ich ja noch gelesen, dass der Gaspreis im Juli wieder um 30% erhöht wird. Mhm. Ja. Da wird alles immer schlimmer, wird alles immer teurer werden und wird auch letztendlich dazu führen, dass alle Menschen immer unzufriedener werden, wie der Alois Illmayer das ja auch gesagt hat. Ne? Wird alles zum Teufel gehen. Die werden alle die Schnauze voll haben irgendwann, wenn das so weitergeht. Ja, kommen ja die haben doch kein Geld mehr. Die ganzen Unruhen und so. Ich höre immer wieder den Satz jetzt mittlerweile, ich weiß nicht mehr, wie ich das bezahlen soll. War auch ein Satz von ihm, dass die Menschen sich dann fragen werden und sagen werden, die Menschen wissen nicht mehr, wie sie es bezahlen sollen. Ja. Alles erhöht sich. Ist ja auch so. Preise werden höher, die Steuern werden höher, alles ist da.
Öl ist auch teurer geworden. Ja, alle Hebel, die umgelegt werden können eigentlich, dass wir zu diesem Szenario Dritter Weltkrieg kommen. Alle, die es gibt, sind jetzt alle umgelegt worden. Wir sind voll auf dem Gleis. Kein einziger Hebel, kann ich jetzt sagen, kein einziger Hebel bleibt übrig, wo man sagen könnte, ihr könnt ja doch in eine andere Richtung gehen. Nein, es sind alle Hebel in Bewegung gesetzt worden und gerade auch voll, mit Vollgas. In den Dritten Weltkrieg, ne? Voll in Richtung Dritter Weltkrieg. Der Zug rast voll drauf zu. Gibt überhaupt kein anderes Gleis mehr. Gibt keins mehr. Nee, haben die ja alle schön fleißig mitgemacht. Ja, also die sind jetzt sich anscheinend alle einig, dass es dahin laufen soll, zum Dritten Weltkrieg. Schau dir mal die Entwicklung der letzten Monate an. Was, wie rasant das jetzt fortschreitet. Ja. Ha? Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht? Ja, ja. Ne? Das ist doch nicht mal mehr ein kalter Krieg, das ist mittlerweile schon, der wird schon warm. Der ist schon warm. Ne? Wir haben ja schon die Kriegssituation mitten in Europa. Und dann, wie die agieren, diese Mittel, liefern Waffen dahin, schwere Wirtschaftssanktionen, ne, Gas. Das bringt doch alles gar nichts. Die ganzen Wirtschaftssanktionen gegen Russland, wir zerstören uns dadurch ja selber. Der Russland wird der Öl oder Gas auch an andere Länder verkaufen. Die haben ja keine Nachteile davon, nur weil wir das nicht kaufen. Ja eben, richtig. Wir schaden uns ja auch im erheblichen Maß selber. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist Wahnsinn, was hier eigentlich läuft. Und es ist auch Wahnsinn, dass die Leute da eigentlich immer noch so gut mitgehen. Und dann auf die Sprüche der Politiker reinfallen. Dass das ja alles gut ist. Ne, frieren, Frieden, Frieden. So eine Scheiße. Ja, echt. Frieren für den Frieden. Immer der Ballerballer, der hat ihr bekloppt. Ja. Ha? Wie doof haltet ihr die Menschen? Muss ich euch mal echt fragen, Herr Politiker. Echt? Wie doof haltet ihr die Menschen? Wie naiv doof? Ihr hättet hungern sollen für die armen Menschen, die verhungern in Afrika. Ja. Ne? Das wäre ja sinnvoll gewesen, zu hungern. Habe ich einen Vorschlag im Fernsehen gehört, jetzt gestern, da haben die gesagt, die wollen die Rentner am liebsten in den Süden schicken oder in den Osten, nach der Türkei zum Beispiel, in den Urlaub über den Winter, damit sie da nicht so viel Gas bezahlen müssen. Man sollte dann da Urlaub machen, um nicht die Gasrechnung so hoch zu haben, um Putin ein Schnäppchen zu schlagen. Verstehe ich nicht. Habe ich nicht verstanden. Wo ist denn da der Sinn dran? Ja, überhaupt keiner. Aha, okay. Da haben das selbst die Leute da kommentiert und haben dazu gesagt, dass das... Gerade in Türkei ist doch auch alles teurer geworden. Ja, dass es ein Vorschlag ist, der an einen April-Scherz erinnert. Da haben viele Leute dazu auch offiziell gesagt. Was soll man noch dazu sagen? Das ist alles ein Kasperltheater, ne? Ja. Also ich mache mich dann auch arm, ich bin dann auch bereit, jetzt arm zu werden, den Rest meines Geldes zu verlieren und all diese bescheuerten Maßnahmen mitzugehen mit den Politikern, nur weil ich Putin ein Schnäppchen schlagen möchte. Man, ist mir doch scheißegal. Ja, klar. Mann, ich verarme mich dann noch, weil mir die Politiker mir das sagen, ist doch total bescheuert. Und mich wundert, dass die Leute dann auch noch teilweise sagen, ja, okay, mache ich mit, ja. Ja, ist ja genau mit lass dich impfen, um andere zu schützen. Genau der gleiche Blödsinn. Ja, Maske tragen und Ja. Ja, frieren früh für den Frieden. Ja, genau. Also an Idiotie überhaupt nicht zu überbieten, das sagt alles aus, solche Sprüche. Ne? Ja. Aber dass die Menschen halt mitgehen, ist so traurig, das ist so... Verzweifelt, ne? Man ist verzweifelt, wenn man denkt, warum hat man denn die ganzen Jahre... Man hat darüber recherchiert, gemacht, jetzt wird das alles im Mainstream gezeigt. Jetzt auf einmal glaubt das jeder, dass der Dritte Weltkrieg kommt. Mhm. Aber wenn man das früher gesagt hat, dann war das alles Schwachsinn. Ja, so wie immer in der Geschichte. Immer mit irgendwelchen Leuten, die Pioniere waren, die Vorläufer auf irgendeinem Gebiet waren. Die haben das dann schon jahrelang vorher sowas gesagt. Die waren dann die Vollidioten, die Verrückten für die Klapse. Aber wenn es dann hinterher doch so war, dann hat man gesagt, ja, weiß doch jeder. Was willst du denn? Dann auf einmal. Ja, im Grunde ist es ja jetzt so. Es wird, es läuft in diese Richtung und es soll so kommen. Da können wir jetzt nichts daran ändern. Was kann man denn ändern? Das ist noch ja, wir können ja noch so gute Spiritualität in dem Kosmos strahlen. Es wird dazu kommen. Ja, das nützt nichts. Da kannst du auch an was Schönes denken, wie das viele sagen. Und das würde dann nicht kommen. Ist egal. Was nützt das denn? Die Menschen sind... Die meisten sind halt nun mal nicht so weit. Die Mächtigen machen hier das Spiel. Die machen die Schachpartie. Erzählen Taten und Taten bestimmen die Welt und was auf der Welt passiert. Ist nun mal so. Da müsst ihr den Leuten sagen, dass die an was Gutes denken. Aber die haben nichts Gutes im Sinn.
Die haben das im Sinn, was die Arbeit, die sie erfüllen sollen für andere, das ist so. Richtig. Im Hintergrund. Ja? Da kann man ja nicht jetzt noch über die Prophetie besprechen. Natürlich kann man das machen. Man kann ja analysieren, wann wird es soweit sein, wie wird es passieren. Aber hat man noch dazu Lust, darüber zu sprechen? Nee. Frage, ne? Nicht wirklich. Also ich, letzten Wochen über, wenn ich mir das Ganze immer alle angucke, was soll ich dazu sagen? Dieses ganze Weltgeschehen, ich habe keinen Bock mehr, mir das anzugucken von den beiden Seiten, Ost und West, wer da mehr Schuld hat, wer da überhaupt irgendwie Schuld hat, wer da wieder irgendwas gesagt hat, was richtig ist, was falsch ist, mir egal mittlerweile, ist mir scheißegal. Für mich sind die alle schuldig. Weil, die, weil beide Seiten dazu beitragen, dass letztendlich diese schlimme Sache passiert. Ja. Ne? Und die gehen die beide mit. Und das kotzt mich an, ich an, das widert mich an. Das ist ein ekelhaftes Ding, was da passiert. Und ich will kein Teil davon sein. Wir wollen überhaupt kein Teil mehr von diesem ganzen Scheiß sein. Soll ich den ganzen Kack noch kommentieren jedes Mal? Jede Woche, jeden Monat? Soll ich das kommentieren, was die alle sagen? Was überhaupt in dem Mainstream Tag und Nacht jeden Tag rauf und runter gesendet wird? Diesen ganzen Schwachsinn, den ich eigentlich selber verachte, was die alle sagen, die kotzen mich alle an. Jeder einzelne von denen. Ja. Und ich will den ganzen, ich will da nichts mehr zu tun haben mit dem Scheiß. Mich nervt es, mir geht es nur auf den Sack und dafür ist mir die Zeit zu schade, die ich noch habe mit meiner Familie. Sag es ganz frei raus. Ich habe das jetzt jahrelang gemacht. Wir. Ne? Ja. Ich will den Kackern keine Bühne mehr geben. Jetzt ist es ist so, ne? Hä? Es ist so, ja. Man beschäftigt sich dann noch mit diesen Themen. Es läuft jeden Tag im Fernsehen, in den Medien, im Radio. Ja, weiß nicht, es ist ja im Grunde alles gesagt. Ja, es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Ja. Wie oft haben wir uns schon wiederholt mit dem, was wir gesagt haben in den Videos? Wissen wir selber. Wir haben immer alles besprochen, auch mit dem Dritten. Hier wollte ich noch kurz, ich habe es der Katrin versprochen aufs Telegram. Sie hat ja auch ein paar Fragen gestellt, wie zum Beispiel bei der dreitägigen Finsternis. Ja, sie fragte auch, ja, es heißt ja, öffne niemanden die Türen. Und da sagt sie, da kann es ja aber kein Leben draußen geben. Mhm. Ja, warum soll es denn draußen kein Leben geben? Ne? Das hatten wir auch schon mal besprochen. Ja, ja, klar. Da, wie gesagt, da kann ich auch nur wieder darauf verweisen. Ja, schaut euch das Video an. Die Videos, die wir dazu gemacht haben, die drei Tage Finsternis, haben wir ausführlich ersten Teil, zweiten Teil gemacht. Genau. Wir haben solche Sachen alle schon besprochen. Oder sie hat gesagt, auch hier, ne, eine Theorie besagt, dass während der drei Tage Finsternis, dass man ins Delirium kommt oder dass man Stimmen hört. Ne, das haben wir aber auch so nie gesagt, oder? Nein, erstmal haben wir das so nie gesagt und das ist auch nicht Teil der Prophetie. Nee, ist es auch nicht. Keiner Prophetie. Also das, so ist das nie gesagt worden. Während der dreitägigen Finsternis passieren schlimme Sachen, ja. Man soll die Türen niemanden aufmachen, weil man natürlich sich schützen soll zu Hause. Man weiß ja nie, wer draußen ist. Richtig. Aber es können auch gute Menschen draußen sein. Es heißt aber nur, dass man sich schützen sollte, damit man nicht die Tür aufmacht und vielleicht dieser giftige Staub reinkommt. Genau. Von dem Alois Ehlmeier gesprochen hat. Ja, erstmal genau kann dann der Staub reinkommen, wenn man dann die Tür öffnet. Aber auch gleichzeitig können irgendwelche Leute, irgendwelche Plünderer draußen sein. Und wenn ihr dann die Tür öffnet, dann werden die sofort aufmerksam auf euch. Und dann wissen die genau, ach, da gibt es was zu holen. Und da werden die so lange gegen eure Tür kloppen, bis die auf ist. Es geht ja darum, dass man sich schützt. Man macht, man verbarrikadiert sich, ja, weil dieser Tag wird kommen. Und dann bleibt man zu Hause. Man bleibt da dann wirklich im Dunkeln mit den Jalousien. Da spielt es jetzt keine Rolle, ob wir jetzt Pappe machen oder Alufolie oder Jalousien oder sonst was. Es geht ja darum, dass wir nicht aus den Fenstern rausgucken, damit wir nicht wahnsinnig werden oder nicht sehen, was wirklich tatsächlich draußen passiert. Genau, es ist eine Art Selbstschutz. Ja. Mhm. Und es wird draußen Blitze und Donner geben und alles. Mhm. Deswegen müssen wir einfach zu Hause bleiben. Da können wir jetzt nicht jeder, der an der Tür klopft, aufmachen. Es geht hier um uns zu schützen, um die Familie zu schützen. Da müsst ihr mal vorstellen, wie gefährlich das ist. Da laufen alle möglichen Leute draußen rum. Da ist Krieg, da ist Mord und Totschlag. Du kannst doch nicht dann die Tür öffnen. Da bist du doch wahnsinnig, wenn du das tust. Genau, das wollte ich jetzt nochmal ansprechen, weil die Katrin das mich gefragt hatte auf Telegram. Ja, klar. Und da habe ich gesagt, ich werde das nochmal besprechen. Mhm. Wobei wir ja auch schon gemerkt haben,
dass viele von euch uns immer wieder dieselben Fragen stellen. Und dann fragen wir uns eigentlich, ja, hört ihr euch eigentlich die Videos an, die wir gemacht haben? Ja, bei vielen Fragen, die da aufkommen, da muss ich mich auch drüber wundern, weil das sind teilweise Leute, die wir schon seit Jahren kennen. Und da frage ich mich dann auch, warum stellt derjenige denn jetzt diese Frage? Der ist doch schon jahrelang bei uns und wir haben das doch alles in den Jahren schon besprochen. Schauen die unsere Videos nicht an, gar nicht an? Es gibt jetzt mittlerweile natürlich viele Kanäle, auch von Alois Ehlmeier und so. Ne? Muss jeder selber wissen. Ihr könnt euch natürlich überall informieren. Ja, eben, steht euch ja alles offen. Es heißt ja nicht, dass wir jetzt das wahre Wort Gottes sprechen. Heißt ja auch nicht. Wir haben ja immer gesagt, wir können ja auch nicht auch falsch liegen. Wir haben immer versucht, nichts da groß hinein zu interpretieren, sondern halt so ein bisschen so wie die Sachlage, wie das da steht, auch so rüberzubringen. Ja, richtig. Also mit dem Delirium oder sowas haben wir auch nirgendwo gelesen. Nein, das Delirium ist nichts. Ja, vielleicht steht es ja woanders, aber das hat definitiv alles Ehlmeier nicht gesagt. Das sind Interpretationen, die Leute da reingebracht haben, was ich ja öfter immer sage. Das sind eigene Ideen, eigene Gedanken, die manche dann so wiedergegeben haben, in direkter Verbindung mit der Aussage von Ehlmeier, und andere schnappen dann diese Aussagen auf im Internet und übernehmen die so. Und für die ist das dann eine feste Ehlmeier-Aussage. Mit der Interpretation des anderen. Und so kommt das dann wie Stille Post, dass diese Sachen total deformiert und verformt dann bei anderen als Ehlmeier-Aussage ankommen. Ja. Deswegen. Aber wie gesagt, macht wie ihr meint. Wir haben das jahrelang so gemacht. Ich habe auch andere Frage gestellt bekommen, aber die werde ich auch gar nicht lesen, weil das waren so eindeutige Sachen, die wir auch alle besprochen haben. Wann wird das passieren? Die Frage kommt immer wieder. Wisst ihr schon, wann es passiert? Was sollen wir machen? Nee, wissen wir nicht. Weiß auch kein Mensch. Wie gesagt, könnte euch keiner sagen. Was sollen wir machen? Ja, was sollen wir machen? Vorbereitet euch vor. Wir können nichts machen. Wir können auch natürlich auch nicht sagen, wenn wir uns vorbereiten, dass wir das überleben. Heißt es ja nicht. Nee. Wir wissen, also wir beide wissen, vielleicht überleben wir das ja auch gar nicht, weil wir ja hier im Ruhrpott sind. Aber wir haben keine Angst vor dem Tod. Es ist, wie es ist. Es geht weiter für uns. Ja. Egal, wie es kommt, es wird weitergehen. Wer geht der Weg auf der Erde für uns weiter, wenn wir es überleben? Oder aber es gibt einen anderen Weg, wenn wir sterben. Und dann ist die andere Ebene nach dem Tod, an die wir glauben. Ne? Genau. Aber ihr könnt das für euch selber machen, entscheiden, was ihr tut. Ihr könnt natürlich jetzt alles stehen und liegen lassen und das Land verlassen, aber es wird überall nicht sicher sein. Es gibt vielleicht irgendwo sichere Gebiete, aber das ist ja auch nicht hundertprozentig, dass es dann sicher ist. Richtig. Mal vor, ihr gebt alles hier auf und dann geht ihr irgendwo hin, weil das irgendwer gesagt hat oder irgendwer das so interpretiert hat, aber dann ist es nicht sicher. Ja, verlasst euch, wie gesagt, darauf nicht. Ne? Ja. Wie gesagt, es gibt, egal wo ihr hingeht, es wird keine hundertprozentige Sicherheit geben. Auch wenn es dort vielleicht in dem Landstrich, wo ihr dann seid oder wo ihr vorhabt hinzugehen, da wird es vielleicht keinen direkten Krieg geben. Aber da wird es dann ohnehin Chaos geben, wegen dem totalen ökonomischen Zusammenbruch. Wir haben ja gesagt, also, Bürgerkriege gibt es überall. Naturkatastrophen passieren, ja, vielleicht die. Ein Einschlag, Kometeinschlag. Ja. Das ist alles Theorie von uns oder von den Prophetien, die wir so jetzt gelesen haben, was dann passieren kann. Ja. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es in einem, sag ich mal, im Land, dass es dann sicherer ist. Vielleicht vor dem Plünderer, ja, aber nicht vor den Naturkatastrophen. Ja, da auch nicht, nein. No. Aber selbst die Plünderer kommen bis aufs Land, hat Ehlmeier gesagt. Ja. Ne? Und klauen den Bauern dann die Leute unterm Arsch weg, hat er gesagt. Ja, wir haben das jetzt einmal nochmal aufgegriffen, aber im Grunde haben wir schon die ganzen Videos gemacht und wir haben uns jetzt die ganzen Wochen, ja, wir haben ja jetzt ein paar Wochen nichts gemacht, oder? Ich weiß, ja, nicht lange. Mehr. Wir haben lange nichts mehr gemacht. Fast 2 Monate jetzt nichts gemacht. Ja. Wir haben uns, schon die ganzen Medien verfolgen wir auch, grob, aber auch nicht mehr ganz. Wir fokussieren uns auf unser Leben, haben Stress genug. Ja. Denn es ist ja alles gesagt. Und Wir haben alles gesagt eigentlich die letzten Jahre. Und wir kommen uns vor wie so täglich grüßt das Murmeltier, wenn ihr diesen Film kennt. Es wiederholt sich alles. Und das tut uns selber auch nicht gut, darüber zu recherchieren, weil wir haben uns ja wirklich, wir nehmen auch viel Zeit in Anspruch, jetzt nimmt ja viel Zeit in Anspruch, wenn wir dann auch noch darüber recherchieren müssen, darüber berichten müssen, darüber erzählen müssen, ja, Interpretation, und dann kommt dann dieselbe Frage, wo man sich fragt, hat er das Video nicht gesehen? Ja, genau, das ist dann auch nicht schön, wenn man das dann öfter immer auch so sieht, ne?
Da denkt man, wofür macht man das eigentlich so viele Jahre? Ne? Ja, seit 2016 habe ich alleine Kanäle gehabt, zwei, und jetzt den Kanal mit meiner Frau, wie gesagt, zusammen. Ne? Aber wir haben all diese Jahre jetzt. Aber ich war ja früher auch in meinem Hintergrund. Ist ja, ja nicht so, klar, dass ich nichts gemacht habe. Nein, ja? Nein, nein. Ich musste ja das auch noch ertragen, ja, sicher, klar, was ja du gemacht hast. Mhm. Ertragen. Ja, irgendwo schon. Das ja, weil ist ich ja schon ab und zu mal übertrieben habe, ja, deswegen. Genau, das ist ja so, dass man sich ja irgendwo damit mit diesem Thema ja auch im privat beschäftigen muss, weil man ja natürlich diese Videos auch bespricht. Mhm. Ja. Wir haben es auch gerne gemacht. Es ist ja nicht so, dass wir das nie gerne gemacht haben. Nee, das haben wir immer gerne gemacht. Deswegen haben wir es ja auch immer wieder letztendlich gemacht in den ganzen Jahren. Deswegen bin ich auch immer wieder auch, ne, oder sind wir zurückgekommen, nachdem ich meinen Kanal wieder gelöscht habe. Ne? Ja, aber... Aber letztendlich sind wir immer zurückgekommen, weil, wie gesagt, weil es ja noch eine Mission gab für uns. Weil wir ja noch was zu sagen hatten. Aber das ist genau der Punkt jetzt, der sich jetzt verändert hat, dieses innerliche Gefühl, was einfach jetzt aufgekommen ist bei uns beiden, dass, was man weiß, das Ding ist durch. Es ist alles gesagt. Die Mission, diese Aufgabe ist vollendet. Ich sehe da jetzt keinen Mehrwert mehr drin, mich tausendmal zu wiederholen, weil wir haben alles gesagt, wir haben das verglichen und der Vergleich mit der Realität ist nicht mehr nötig, weil die Realität schon so krass entwickelt ist. Man braucht kein Prophetie mehr, um zu wissen, dass da der Dritte wirklich kommt. Haben wir ja gerade besprochen, ihr wisst das ja alle. Mhm. Das ist jetzt schon klar, das ist so weit vorgeschritten. Ja. Braucht man nicht mehr. Die meisten wollen einfach nur Zeichen sehen, damit die vorbereitet sind. Aber wir sagen euch, bereitet euch jetzt schon vor. Es gibt nicht dieses ultimative Zeichen, jetzt passiert es. Klar haben wir immer gesagt, der Hochgestellte wird ermordet. Ja. Und in der Nacht kommen die Russen. Ja. Aber welche Konferenz es sein wird, das wissen wir nicht. Ja. Vor allen Dingen, guck mal, wenn ich früher zu den Leuten irgendwo im Chat gesagt habe, bereitet euch vor, da kommt ein dritter Weltkrieg. Da haben die am Anfang vor einigen Jahren immer gesagt, oder bis vor kurzem noch, ne? Nein, ist Quatsch, brauchen wir uns nicht vorbereiten, gibt keinen dritten Weltkrieg, wird nicht kommen. Das ist Schwachsinn, das sollte ich dich mal therapieren lassen. Jetzt, wenn ich dann irgendwo sage, ne? Weißt du, was dann für eine Antwort kommt? Jetzt kommt die Antwort, ja, dafür brauche ich doch keine Prophetie, dass der Dritte wirklich kommt. Brauchst du mir gar nicht erzählen. Das ist mir auch so schon so. Egal, wie man es macht, es war immer falsch. Genau, jetzt kommt die Antwort, immer. Brauchst du mir nichts von Prophetie erzählen, weiß doch jeder, dass er kommt. Guck mal die Nachrichten. Im Grunde ist das so. Die haben ja recht jetzt. Ja. Richtig, hast du recht. Die haben ja recht. Ist ja so. Ne? So hat sich das verändert. Aber genau aus dem Grund braucht man es nicht mehr. Es ist durch. Ja, wir haben halt einfach das Gefühl, unsere Aufgabe ist erledigt. Ja. Die Aufgabe der Aufklärung ist erledigt. Natürlich sagen wir nicht, dass wir nicht mehr wiederkommen. Bestimmt werden wir uns mal zu Wort melden, dass wir einfach mal über die Lage vielleicht mal berichten, ein bisschen erzählen. Aber jetzt erstmal ist die Aufgabe der Prophetie und der Analyse, wie es dazu kommen kann, erledigt. Weil es wird dazu kommen. Ja, es wird dazu kommen. Der Dritte wirklich wird kommen, weil es gibt überhaupt keinen Faktor, wie ich gerade schon gesagt habe, der dagegen spricht. Alles läuft darauf hin. Alle Hebel sind umgelegt worden. Ne? Wir sind also mit Volldampf drauf zu. Und das wisst ihr ja selber. Da überschlagen sich ja von Woche zu Woche die Ereignisse, die harten Mittel, die da aufgefahren werden. Ne? Aber letztendlich, die Mission ist vollendet. Ich sehe keinen Handlungsbedarf mehr, irgendwas zu erzählen davon. Und ich muss, prophetisch überhaupt nicht mehr. Das Einzige, was wir nur noch machen könnten, ist, dass wir das Weltgeschehen jetzt kommentieren oder zeigen. Aber warum? Habe ich gerade schon gesagt. Das ist doch Wahnsinn. Ich will den Ganzen keine Bühne mehr geben. Das reicht so schon, dass der Wahnsinn sich jeden Tag da ausbreitet. Und mich kotzt, nervt es auch. Mich kotzt es an und mich nervt es. Ne? Das Ganze. Daran merkt man auch nach all den Jahren jetzt, ich habe davon auch genug jetzt. Ja. Wir haben die Aufgabe gemacht. Ne? Wir haben viel auch dafür geopfert. Ne? Von uns, von unserer Zeit dafür auch. Wir haben nie etwas dafür verlangt. Haben wir auch nicht gemacht. Wir haben nie gesagt, wir wollen etwas dafür haben. Wir haben es immer nur aus freien Stücken gemacht, weil wir innerlich, wie ich schon in meinem ersten Video damals sagte, weil wir innerlich dieses Feuer haben, etwas euch mitzugeben, was wir wissen, was vielleicht nicht viele andere wissen.
weil wir euch was mitgeben wollten, ja, damit ihr der Zeit voraus seid. Aber wenn man was gesehen hat, ja, und man wollte das halt mit euch teilen, ne? Richtig. Und um, ja, halt die Menschen zu warnen, die es natürlich verstehen wollen. Tatsache ist, die, die jetzt wach sind, sind wach. Die, die noch schlafen, werden auch nicht mehr wach werden. Ja. Es, genau, ist einfach so. Und wir lassen, ja, wie gesagt, wir lassen ja alles auf unserem Kanal drauf. Jeder hat den Zugriff auf unsere Videos, ne? Jeder kann sich weiterhin informieren. Werden sich auch viele Leute noch bis dahin, bis es dann irgendwann passiert, ne? Ja. Aber, ja, bereitet euch vor, ne? Was soll ich sagen? Es wird so kommen. Muss ich leider so sagen. Ich weiß nicht, wann. Kann immer. Ich jetzt, weiß. Jetzt ist noch die allerletzte Chance, euch richtig vorzubereiten. Es ist zwar alles teurer, aber, ja, aber ne, kriegt man irgendwas. Ne? Ja. Wir haben ja Gott sei Dank so viel, viel früher angefangen, dass, ja, wir jetzt keine Not haben, jetzt irgendwas zu finden oder so. Ja, genau, wir haben das ja gemacht. Ja. Richtig, aber diejenigen, die jetzt das jetzt vorhaben, nur weil das die Medien gesagt haben, ja, es ist zwar ein bisschen spät, aber auch nicht zu spät, die können das noch machen. Ja. Ja, ich würde dann jetzt tun. Ne? Ja, aber unsere Seite ist, von uns ist jetzt soweit alles gesagt, ehrlich gesagt. Und wir haben auch keine Lust mehr drauf. Wir wollen uns, nein, auf den Sommer konzentrieren. Ja. Auf uns konzentrieren. Wir möchten in den Urlaub fahren, egal wie die Welt ist, wie scheiße das ist. Und ich habe schon gesagt, ne, wenn die Welt untergeht, dann liege ich lieber am Strand, als wenn ich hier jetzt mir bei ARD was rein anschauen muss, genau, was eh zum Kotzen ist. Eben. Diesen ganzen Wahnsinn dann jeden Tag so fiebern zu verfolgen, dann müsste ich ja blöd sein. Warum soll ich das tun? Ja, wenn, wir werden ja auch die Zeichen erkennen. Wir kennen, ja, den Hintergrund. Mhm. Ihr wisst das auch. Und wenn wir das vorzeitig sehen, ist klar, dass wir uns auch verschanzen werden. Wir werden ja nicht unser Leben einfach so opfern. Nee, natürlich nicht. Wir werden alles tun, um hier noch dabei zu sein auf dieser Welt. Ne? Richtig, weil es wird ja nach dieser Zeit, ist ja vorausgesagt, dass danach eine gute Zeit kommt. Ach ja, genau. Das, ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Ja, deswegen wollen wir auch hier bleiben und nicht, ja, dass wir sagen, ist egal, es geht weiter. Nein, nein. Wir möchten natürlich diese Zeit überleben und wir hoffen, dass wir es überleben. Ja, und nochmal, sagen wir jetzt nochmal für alle, dass in der ganzen Prophetie und überall in den anderen Quellen auch, selbst in der Bibel, in den Heiligen Schriften steht überall geschrieben, dass dieses schlimme Ereignis kommt, dieser Dritte Weltkrieg und seine Folgen, ne? Diese Naturereignisse, die Welt erschüttern, die auch letztendlich den Krieg beenden. Ne? Da wird alles kommen, aber das ist nicht das Ende. Ne? Wie ja viele sagen, gibt Atomkrieg und danach ist mit uns alles erledigt. Das dürft ihr nicht glauben. Das macht Hoffnung kaputt. Das ist aber nur Hollywood-Szenario. Das ist aber nicht, überhaupt nicht Bestandteil der Prophetie. Und in der Prophetie wird sehr wohl gesagt, auch von Arlos Edelmeier, ne, für mich der beste, ja, Seher, den es eigentlich gibt, die, richtig, beste Quelle, dass es danach eine gute, schöne Zeit kommt. Und wer diese Zeit erlebt, der kann sich glücklich schätzen. Das sind seine Worte. Das sind das goldene Zeitalter. Ja, genau. Mhm. Genau, es ist eine lange, hat er gesagt, eine lange Friedenszeit kommt, ja, dann. Ne? Und die kommt natürlich nicht direkt danach. Ne? Nach dem letzten Kriegstag. Natürlich ist danach die Welt, ist wie eine blutende Wunde. Die muss erstmal heilen. Klar. Die blutet, klafft noch, sie ist noch offen, sie blutet. Und die Menschen, die noch da sind, sind zum Teil sehr verwirrt, sehr aufgebracht, kann man sich ja vorstellen. Ne? Da muss ich alles erstmal beruhigen, setzen. Ne? Aber dann wird die schöne Zeit kommen. Aber dann nach ein paar Jahren, genau, wenn alles wieder ein bisschen anfängt, besser zu werden, dann kommt natürlich eine ruhige, eine ganz ruhige und eine schöne Zeit. Weil da gibt es dieses schnelle Treiben der Großstädte nicht mehr, weil die Großstädte nicht mehr so gibt in der Form. Menschen ziehen auch aus Land. Werden. Es wird ja was passieren, dass der Mensch, ja, dass der Mensch spirituell weiter ist. Genau. Ne? Ja, dieses Ereignis wird wohl auch dazu beitragen. Dieses unglaublich schlimme Ereignis. Wir wissen ja, dass der Mensch meistens immer dann am besten ist, wenn es ihm am schlechtesten geht. Richtig. Ne? Daran kann man ja sehen, dass das schon so genetisch veranlagt ist im Menschen, dass der Mensch von Zeit zu Zeit immer einen dicken, fetten Arschtritt braucht, damit er sich bewegt und besser wird. Leider ist das so. Muss Leider man sagen. Ist das so. Es ist ja die Reinigung. Ja, Reinigung. Wir sprechen jetzt hier von dieser Reinigung. Ja. Was wir auch reden aber nicht über das Böse reinigen. Es werden natürlich auch die Bösen überleben. Ist klar. Ja, ja. Und es überleben nicht nur die Guten oder die Gläubigen. Das ist Schwachsinn. Ja. Die Gläubigen werden vielleicht in dem Sinne geistig fitter sein.
darum geht es, dass die Gläubigen, dass man an etwas glaubt, damit man nicht verkümmert. Richtig, ja. Aber nicht, dass die jetzt extra überleben werden. Darum nein, nein. Geht es hier nicht. Das ist auch in einigen Prophezeien auch so beschrieben worden. Haben gesagt, es werden sehr wohl auch, werden die Bösen sterben, aber auch sehr wohl aber auch die Guten. Klar. Wurde auch ein paar Mal von einigen Quellen auch so benannt. Ne? Und das ist auch genau der Grund dafür, warum ich auch gerade gesagt habe, es wird nicht sofort die schöne Zeit anbrechen, weil auch einige von diesen, sag ich mal, schlechten Elementen, diesen schlechten, bösen Menschen überleben. Und die werden ja direkt nach dem Dritten wirklich auch noch hier und da für Unruhen sorgen. Die werden auch versuchen, wieder die kleinen Siedlungen, die entstanden sind, anzugreifen, zu banden. Ja. Ne? Sowas, ne? Solche, nach dem Krieg, natürlich. Hm? Werden auch Sträflinge überleben, es werden Geistesgestörte überleben, es werden sehr viele Menschen zu Geistesgestörten durch den Dritten Weltkrieg, jetzt die überleben. Jetzt sind so die Hoffnung wieder weg, aber das ja, aber Ende ist das goldene Zeitalter. Ja, aber es wird gut, genau. Richtig. Aber ich sage ja nur, wie der Übergang ist. Der Übergang, ja. Ne? Der eigentlich ja auch logisch ist. Ne? Richtig. Ist nicht von heute auf morgen alles vorbei, die Sonne scheint. Ja, genau, die Sonne Hollywood kommt raus. Hollywood-Musik und alles ist gut. Das ist Hollywood, ja. Ja, das ist Hollywood, ja. Wird nicht so sein. Ja, aber es wird gut. Ne? Das wird ja auch überall beschrieben. Die gute Zeit kommt danach. Ja. Ne? Viele, und dann ist das, was Hoffnung gibt, Leute. Und lasst euch die von keinen nehmen. Ist alles nur Schwachsinn, wenn andere labern hier. Gibt auch keinen totalen Atomkrieg. Ist auch Müll. Wird in keiner einzigen Prophetie erwähnt, dass ein totaler Atomkrieg kommt. Nee. Und es wird ein größtenteils konventioneller geführter Krieg sein. Ohne Atom. Ne? Aber sehr wohl auch mit dem regionalen Einsatz in verschiedenen, genau, in verschiedenen Regionen auf dieser Welt, wo sehr wohl Atombomben aber auch gezündet werden. Wir wissen von einer Atombombe in der Nordsee bei uns, die sehr, oder Wasserstoffbombe, die sehr heftig zuschlagen wird, sehr große Verwüstungen zur Folge haben wird, zum Beispiel auch mit dem fast kompletten Untergang von England. Dann in der Adria werden mehrere Atombomben, sollen die gezündet werden, im Mittelmeer, im Mittelmeerraum. In Amerika. In Amerika, genau. Da werden einige, da wurde geschildert, dass einige amerikanische Großstädte von Atombomben verheert werden, wo nur noch Asche übrig ist. Eine Stadt in Kanada, wissen wir, da kommt eine Atombombe runter. Ne? Quebec war das. Quebec, ja. Ja, und in Amerika habe ich, weiß ich, von einer New Quelle, York, wo Detroit. Detroit. New York auch, ja. Es gibt verschiedene Quellen, die da die Zerstörung von einzelnen Städten schildern. Ja, das sind so die grundlegenden, wovon ich weiß. Ne? Die grundlegenden. Genau. Aber ein klar, Atomkrieg wird das nicht sein. Nein, aber ein totaler Atomkrieg würde bedeuten, dass alle Atomsilos sich öffnen und jeder Kontinent wird vollständig mit Atombomben, nahezu alle Städte werden bebombt. Dass danach also nichts mehr übrig bleibt. Das wird nicht, ist kein Bestandteil der Prophetie. Das ist Schwachsinn, das ist Hollywood. Das wird nicht passieren. Ja. Ja. Aber es ist genug, würde ich sagen. Es ist genug. Aber es ist auf dem Level, dass das danach noch weitergeht, weil mit einem Atomkrieg würde es nicht mehr weitergehen. Nee. Da wäre überhaupt kein Leben mehr möglich, kein Weitergehen. Mhm. Ne? Also kann man ja schon sehen, dass es Sinn macht, die Aussagen. Dass die widersprechen sich nicht, sondern die ergänzen sich und machen Sinn. Ja. Ja. Okay. Es ist eine schwere Zeit, die uns dahin führen wird, aber am Ende wird alles gut. Es war immer so. Ja, genau. Es ist immer gewesen, genau. Nach jedem Krieg gab es immer eine Friedenszeit und das wird diesmal nicht anders sein. Ja. Ne? Nur, dass dieser Krieg unfassbar schlimm sein wird, auch seine Folgen. Ja, deswegen beschäftigt euch nicht zu sehr mit dem ganzen Mist. Es beschäftigt euch viel zu viel und damit lebt ihr dann in dem Moment nicht mehr, wenn ihr euch nur noch damit beschäftigt. Ja, versucht die gute Zeit, die wir noch haben, irgendwie zu genießen. Es ist ja super Wetter, geht draußen. Ich meine, das haben wir ja schon oft genug besprochen. Mhm. Ja. Wir tun es ja auch. Wir beschäftigen uns in letzter Zeit kaum mehr mit dem ganzen Mist. Genau. Ja, aber von unserer Seite ist alles gesagt und wir wollen uns auch nicht mehr darunter ziehen lassen und haben uns mit diesen Themen immer wieder in Dauerschleife zu beschäftigen. Ja, richtig. Wie gesagt, wie wir schon gerade gesagt haben, kann sein, dass wir uns irgendwann nochmal melden. Wir schließen nicht aus, dass wir uns irgendwann nochmal melden. Aber vorerst ist jetzt, wie gesagt, erstmal Schluss für uns. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, ich hoffe, ihr versteht das. Wir wissen, dass ihr uns da gerne geschaut habt, uns gerne zugehört habt. Das wissen wir, haben wir ja immer gelesen auch. Ne? Aber irgendwann muss man auch mal erstmal einen Schlussstrich ziehen. Wenn man das Gefühl auch innerlich hat, dass man seine Mission
vollendet hat. Genau. Weil immer wieder dieses Wiederholen bringt nichts. Ja. Möchte ich nicht machen. Ja. Und es ist auch nicht nötig. Es ist nicht, machen wir unserer Ansicht nicht vonnöten. Ne? Ja. Ja. Deswegen, bereitet euch vor und macht das Beste aus eurer Zeit, die ihr habt. Genau. Ja. Egal, wie ihr das macht, könnt ihr alle machen, wie ihr wollt. Machen wir ja letztendlich auch. Wir haben auch eine Entscheidung getroffen. Und ihr könnt auch alle eure Entscheidungen für euch selbst auch treffen. Ja, und diese Entscheidung jetzt, dass alles gesagt worden ist, das kam aus dem Bauch heraus. Das war so, ne? Ja, das Gefühl habe ich schon ein bisschen länger jetzt gehabt. Ne? Wir beide auch. Aber es hat sich immer, genau, kam aus dem Bauch heraus, aber hat sich immer mehr verstärkt jetzt mit der Zeit. Genau. Ja. Und dann ist es auch richtig, dass man das so macht. Ja. Genau. Wir haben ja immer nach unserem Gefühl gehandelt. Immer. Richtig. Ja. Es ist ja kein Abschied, aber ja. Kümmert euch um eure Sachen, denkt an das Gute. Mhm. Es kommt sowieso, wie es kommen soll, und wir können es eh nicht ändern. Ja. Wir bringen sonst welche Spekulationen, ob der Preisius, ob der Griechenland, Türkei. Es kann alles auf einmal passieren. Griechenland, Türkei, Israel, ne, mit Russland. Das kann ja alles auf einem Tag irgendwie passieren, von heute auf morgen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man sich vorbereitet. Ja. Und ob alles wirklich hundertprozentig so kommt, wie wir es gesagt haben, ist auch nicht sicher. Nee, jedes Detail. Nichts ist hundertprozentig. Genau. Ist einfach so. Jedes Detail so kommt. Jedes einzelne dieser Prophetien wissen wir nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, im Grunde haben wir es ja nicht gesehen, das hat jemand anders gesehen. Genau. Wir haben es halt so ein bisschen interpretiert. Ja. Ja. Aber dass dieses Grundszenario Dritter Weltkrieg kommt, das wird kommen. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Aber ob die Einzelheiten stimmen in der Geschichte letztendlich, das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da gibt es wahrscheinlich auch Interpretationsfehler, auch der Seher. Die müssen auch interpretieren oft, was sie überhaupt gesehen haben. Klar, manchmal wussten die ja auch selber nicht, was die gerade sehen. Eben. Da haben die irgendwas gesehen und irgendwas gedeutet. So ja, wie da ihr immer, ihr hat ja oft gesagt, ich sehe den Zubandschachtel in der Hand. Mhm. Ja, das waren die Handys und so. Und vielleicht auch diese Bilder, ne, die gesehen haben. Mhm. Das heißt ja nicht, dass es so kommen soll. Mhm. Ja, wie gesagt, wir haben alles gesagt. Wir haben ja noch die Videos auf unserem Kanal. Ja. Die könnt ihr euch anschauen. Auf Telegram könnt ihr euch unterhalten. Ja. Es gibt ja auch andere Videos, YouTube-Videos über Illmayer. Genau, ihr könnt euch andere Kanäle. Gibt so viel wie noch nie. Da werden wahrscheinlich auch noch mehr kommen jetzt mittlerweile. Ja. Und gibt es auch gute Bücher dazu von Stefan Berndt. Kann man immer nur sagen, wenn ihr die beste Information über Alois Illmayer haben wollt, bekommt ihr bei Stefan Berndt. Genau. Ne? Kann man der einfach nicht anders. Er hat gute Arbeit gemacht, muss ich sagen. Der hat recherchiert, seine Arbeit getan. Ja. Und wir haben ja viele Bücher von ihm gekauft und er hat uns ja inspiriert eigentlich. Ja. Auch die Arbeit hat Sinn gemacht, wie gesagt, wie man sehen kann, seine jahrzehntelange Arbeit hat auch Sinn gemacht. Ne? Ja. Alles insgesamt hat von uns allen, die sich damit beschäftigen, jetzt Sinn gemacht. Wir tragen alle dazu bei, dass wir darüber berichtet haben. Okay, dann enden wir jetzt. Ja, genau. Ne? Wie gesagt. Bereitet euch vor und wir wünschen euch alles Gute. Ja. Genau, wir wünschen euch das alles Gute und macht das Beste draus. Ne? Genau. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.